Das war natürlich emotional der Oberkracher, will ich jetzt mal sagen. Das ganz normale Leben. Das ist tatsächlich mein Traum. Nehmt euch den Menschen an eurer Seite, den ihr liebt, und haltet den einfach fest. Ich lasse mich auch gerne mit 80 noch da auf die Bühne draufrollen als Initiatorin des CSD. Ich würde mir natürlich schon wünschen, dass es auch weitergeht. Melli, vor 10 Jahren gab es in Aurich den ersten CSD. 2014 hast du den organisiert. Was überwiegt? Stolz, dass es ihn immer noch gibt? Oder Frust, dass es ihn immer noch geben muss? Ich würde sagen, überwiegend tut tatsächlich der Stolz, dass es ihn gibt, den CSD. Also wie gesagt, 2014 hatten wir im August, am 30.08. den ersten. Das war natürlich emotional der Oberkracher, will ich jetzt mal sagen. Und es ist auch jedes Jahr weiterhin aufregend, ihn zu zelebrieren. Aber natürlich ist da auch so ein bisschen Wehmut mit dabei, dass es ihn immer noch geben muss, ganz klar. In erster Linie würde ich aber mal sagen, feiern wir schon das, was wir erreicht haben. Genau, gutes Stichwort. Was habt ihr aus deiner Sicht erreicht in den 10 Jahren? Also wir haben natürlich die Benennung des Karl-Heinrich-Ulrichs-Platzes erreicht, auch direkt beim ersten CSD durch die damalige Sozialministerin Cornelia Rundt. Dann haben wir in 2022, glaube ich, war es im September, noch eine Gedenktafel aufgestellt beim Karl-Heinrich-Ulrichs-Platz. Karl Heinrich Ulrichs war der erste bekennende Homosexuelle weltweit. Der ist in Westerfeld geboren, dem heutigen Kirchdorf. Also es gehört zu Aurich, das heißt, es ist ein Auricher Junge. Es macht mich natürlich wahnsinnig stolz, das erreicht zu haben, dass dieser Platz benannt wurde. Ich kämpfe aber auch seit 2014 jedes Mal wieder dafür, dass, wenn beispielsweise Zeitungen ihn nicht richtig benennen, wenn es dann immer heißt, an der Sparkassen Redau oder am Alten Bahnhof, dass ich dann immer drunter kommentiere, Karl-Heinrich-Ulrichs-Platz. Ja, wir haben Sichtbarkeit erreicht. Wir haben einfach erreicht, dass es hier in Aurich ein Stück weit normaler ist, einfach schwule, lesbische Paare zu sehen oder auch transidente Menschen zu sehen. Dass da nicht mehr, sage ich mal, so explizit drauf geschaut wird, sondern dass es einfach ein Stadtbild geworden ist. Das ist so, denke ich mal, das, was wir am meisten erreicht haben durch das Ganze. Und das natürlich auch um uns herum viele CSDs in Ostfriesland entstanden sind, aus dem CSD Aurich heraus. Wir haben vom ersten CSD gesprochen. Wie kam das, dass du gesagt hast, ich hole den CSD nach Aurich? Ja, das war auch eine ganz persönliche Situation damals auf dem Weihnachtsmarkt, wo ich mit meiner damaligen Partnerin unterwegs gewesen bin, Hand in Hand, und wo dann zwei junge Mädchen, irgendwie 9 oder 10 Jahre alt, halt auf uns schauten und auf uns zeigten. Und ich dann persönlich nicht so ganz so einen guten Tag hatte und mich schon nicht so ganz so wohl in meiner Haut gefühlt habe. Und dann gedacht habe, ach komm, Melli, geh einfach weiter. Und dann beim zweiten Umdrehen halt die Mütter auf uns zeigten. Und dann habe ich mich auf dem Hacken umgedreht und bin hingegangen und habe halt gesagt, ja, wir sind lesbisch, kann ich irgendwelche Fragen beantworten? Und dann war der Nachhauseweg eigentlich davon gepflastert, dass ich immer wieder gesagt habe, so, jetzt reicht's. Aurich und Ostfriesland muss einfach sehen, dass es mehrere homosexuelle Paare gibt. Und das war für mich so der Auslöser, dass ich gesagt habe, jetzt mache ich ein CSD in Aurich. Es war so, dass wir 2014 unter dem Motto Sehen und Gesehen werden auf die Straße gegangen sind. Und dementsprechend genau eben halt das widerspiegeln sollte, was ich eigentlich vorhatte zu zeigen. Nämlich, dass es viele Menschen gibt, die da gleich leben, wie ich es tue. Und ja, was die Ehe für alle betrifft, also das ist seit 2017 so. Ich selber habe letztes Jahr geheiratet, auch kirchlich geheiratet in Tannhausen am See, was eine wunderschöne Trauung gewesen ist mit der Pastorin Katrin Menken. Und ja, es ist, man fühlt sich angekommener. Du hast den Heiratsantrag ja auch auf dem CSD gemacht. Warum hast du dich da für diesen Weg entschieden? Ja, zum einen, weil es natürlich meine Bühne ist. Zum anderen, weil ich einfach auch andere ermutigen wollte und zeigen wollte, nehmt euch den Menschen an eurer Seite, den ihr liebt, und haltet den einfach fest. Und dementsprechend ist es für mich natürlich auch immer was Besonderes beim CSD, ist meine ganze Familie dabei. Und es hätte für mich, glaube ich, nichts Schöneres geben können, als das da in dem Moment zu machen und zu tun. Du engagierst dich in der Gesellschaft, für die Gesellschaft. Warum machst du das? Ja, das frage ich mich manchmal selber, warum ich das eigentlich tue. Oder manchmal frage ich mich auch, oh mein Gott, normal, musste das jetzt schon wieder sein? Weil es ist ja nicht nur der CSD, also mittlerweile sind ja auch andere Dinge daraus entstanden. Und ist natürlich alles mit Aufwand verbunden, mit viel grauen Haaren, mit Engagement. Es ist einfach, ich glaube, ich hänge da einfach mit ganz, ganz viel Herz drin.
Und ich möchte einfach, das sage ich auch immer zu meiner Frau, ich möchte einfach dieses Leben in Frieden leben können. So, und dazu gehört natürlich auch gerade das, was jetzt in der Gesellschaft passiert, dieser Rechtsruck, dass man sich da engagiert. Und ich kann auch nicht, sage ich mal, jetzt als Organisatorin vom CSD nur auf meinen Teller gucken. Ich muss dann auch über meinen Tellerrand hinausschauen. Und das tue ich einfach, indem ich mich dann auch noch anderweitig engagiere. Wie blickst du auf diese politische Entwicklung? Mit Angst. Mit ganz viel Angst. Mit ganz viel persönlicher Angst vor allen Dingen auch, weil ich halt sage, ich möchte eben mein Leben in Ruhe und Frieden leben können. Und dementsprechend engagiere ich mich auch da, weil ich beispielsweise auch in Aurich lange Zeit, will ich jetzt mal sagen, also 2 Wochen lang abgewartet habe, was passiert. Im Januar sind in vielen Städten die Demos gegen rechts organisiert worden. Und in Aurich passierte nichts. Und dementsprechend habe ich dann gesagt, gut, okay, wenn jetzt hier nichts passiert, einer muss es machen. Und dann habe ich das dann in die Hand genommen und gesagt, ich werde jetzt die Demonstration gegen Rechtsextremismus hier auch in Aurich organisieren. Und ja, kann eigentlich auch nur sagen, dass mich das wahnsinnig stolz macht, was dabei rausgekommen ist. Genau, du sagst, wir sind noch nicht da, wo wir hin möchten. Wo möchtest du hin? Was ist so dein Traum? Das ganz normale Leben. Das ist tatsächlich mein Traum. Also was mich selber persönlich ein bisschen stört, ist so die Entwicklung auch innerhalb der Community und innerhalb der CSDs, sage ich mal, dass die Menschen sich so angefangen haben zu kategorisieren und zu sagen, okay, das ist meine Fahne und dafür stehe ich und das ist meine Sexualität, wo man dann, sage ich mal, wo ich manchmal schon einen Duden brauche, um nachzugucken, was bedeutet das eigentlich alles und wo ich dann sage, okay, der Otto-Normalverbraucher, der mit der Community nichts zu tun hat, der kann das alles nicht verstehen und der weiß nicht, was da passiert. Ich sage das immer ganz gerne, früher haben wir alle unseren Platz unter dem Regenbogen gefunden. Und da gehören wir auch alle hin, irgendwie, egal mit welcher Fahne oder mit welcher Neigung oder wie auch immer. Und das ist halt auch das, wo ich immer sage, das ist nicht das, was uns auszeichnet oder ausmacht. Es ist das Menschliche und die Menschlichkeit, die uns auszeichnet. Und darauf sollten wir uns wieder ein bisschen zurückbesinnen. Das ist so meine ganz persönliche Meinung. Aber da spaltet sich das auch gerade, sage ich mal, so ein bisschen zwischen den Generationen. Also meine Generation ist da ganz bei mir. Aber so diese ganz jungen Menschen, so mit 14, 15, 16, die denken da gerade ein bisschen anders. Aber was ich halt feststelle, ist, dass es auch nicht nur innerhalb der Community so ist, sondern dass es ein allgemeines gesellschaftliches Ding ist, dass halt die Jugendlichen da gerade irgendwie ganz krass dabei sind, sich zu kategorisieren und einzuordnen. Das finde ich schade. Und das, glaube ich, wäre schön, wenn genau das nicht so wäre. Das heißt also, wenn wir ein ganz normales Leben leben und auch, ich sag mal so, wenn auch dieses Outing, dieses klassische, nicht mehr wäre, sondern wenn es vollkommen normal ist, ob ich jetzt mit einem Mann oder einer Frau oder keine Ahnung verheiratet bin, dass da einfach kann ich, dass ich gar nicht mehr in dem Zugzwang bin zu sagen, ja, ich bin auch mit einer Frau verheiratet, sondern dass es vollkommen normal ist. Du hast aber angekündigt, du willst aufhören, also jedenfalls bei der Organisation des CSDs. Warum? Zum einen, weil es immer schwieriger wird, Menschen zu finden, die einen unterstützen, weil das natürlich mit wahnsinnig viel Arbeit verbunden ist. Also ich will tatsächlich mal behaupten, dass der CSD mich das ganze Jahr über immer irgendwie begleitet, sei es durch ein Gespräch, durch ein Telefonat, durch eine E-Mail über die Tage verteilt. Das heißt also, es ist immer irgendwie da und immer irgendwie präsent. Ich arbeite Vollzeit. Das wäre eigentlich ein zweiter Vollzeitjob. Und ich mache es jetzt 10 Jahre. Nächstes Jahr dann zum 10. CSD mache ich es 11 Jahre. Und dann bin ich fast 45 oder zum CSD bin ich es dann schon. Und dann muss auch gut sein. Dann muss ich auch Platz machen, sage ich mal, vielleicht für Jüngere, die das Ganze übernehmen wollen würden oder nicht. Und dann ist für mich tatsächlich gut gewesen. Dann habe ich 10 Jahre lang den Kampf hier für die Community gekämpft und dann ist für mich an dieser Stelle Schluss. Was machst du, wenn es keine Nachfolgerin oder keinen Nachfolger gibt? Stand jetzt gibt es keinen. Aber ich bleibe da tatsächlich bei meiner Entscheidung. Also ich höre natürlich jetzt schon immer wieder an unterschiedlichsten Stellen. Das ist total schade, weil es eben halt auch so wahnsinnig wichtig ist. Ich glaube auch, dass es jetzt durch diese Geschichte mit AfD noch mal viel wichtiger geworden ist, sich zu zeigen, in welcher Form auch immer. Aber das ändert an meiner persönlichen Entscheidung nichts, weil ich einfach viel zu sehr mit meinem Herzen da drinne hänge und weil mich das wirklich zum Teil echt fertig macht, das dann zu machen und da einfach auf mich schauen muss und auf meine Gesundheit und auf meine Familie und einfach ein bisschen ruhiger werden muss. Was kannst du dir vorstellen, mit welchem Gefühl läufst du beim letzten CSD mit? Ja, also
wie sagt mein Vater immer so schön von mir, ich habe nicht Arm, ich habe im Wasser gebaut. Also ich denke, das wird für mich ein hochemotionaler Tag werden nächstes Jahr. Zum einen, wie gesagt, es ist ja unser Jubiläums-CSD, der 10. Wir feiern dann auch den 200. Geburtstag von Karl-Heinrich Ulrichs. Und das ist natürlich für mich, für die Stadt ein Riesending. Ich glaube, ich werde alle CSDs irgendwie in dem Moment Revue passieren lassen und werde klar wahrscheinlich abends auch erleichtert sein, das immer friedlich über die Bühne bekommen zu haben, weil auch das ist natürlich etwas, was uns immer begleitet hat. Kriegen wir das jedes Jahr friedlich über die Bühne oder nicht? Und dementsprechend glaube ich, ich denke, es werden viele Tränen fließen, ja. Ich werde auf jeden Fall, sollte es jemanden geben, der so verrückt ist, wie ich es damals war und sagt, ich mache einen CSD in Aurich, werde ich als Ansprechpartnerin da sein. Das heißt also, mein Know-how werde ich natürlich auch gerne weitergeben. Das habe ich jetzt schon in den letzten zwei Jahren versucht weiterzugeben, aber da ist halt einfach nicht wirklich jemand da, der das jetzt auch für sich nutzen wollen würde. Und dementsprechend, ich werde da sein. Ich lasse mich auch gerne mit 80 noch da auf die Bühne draufrollen als Initiatorin des CSD. Ich würde mir natürlich schon wünschen, dass es auch weitergeht.